Ja, das ist im Moment die 1-Million-Euro-Frage, würde ich sagen, wenn nicht die 100-Millionen-Euro-Frage. Das kann man nicht so genau sagen. Was relativ klar ist, ist, Open Access geht nicht mehr weg. Die Frage ist aber, wer werden die Träger und die Forderer und woher kommt das Geld dafür? Also die Frage, bleiben die Journals, die etablierten Journals, die es schon gibt, bestehen, aber sie werden transformiert in Open Access Modelle? Wird der Markt, also der wissenschaftliche Markt, der es ja ist, beherrscht werden von Neugründungen und kleinen einzelnen Journals? Oder werden Projekte wie Mega-Journals, wie Plus One sozusagen das Modell der Zukunft werden? Und das ist im Moment schwer, da eine Wette abzuschließen. Es ist so, dass die meisten Open Access-Publikationen sich in ihrer Struktur ja gar nicht von bisherigen Publikationen unterscheiden. Das heißt, das eigentliche Publikationsmodell, der Ablauf ist genau der gleiche. Die Frage ist dann, wer bezahlt und wie kann man das Ganze finanzieren? Und was im Moment sehr viel thematisiert ist, ist das Modell der Article Processing Charges, also dass sozusagen die Institution oder der Autor pro Artikel eine Gebühr bezahlt. Studien zeigen aber ganz gut, dass das gar nicht das dominierende Modell ist, dass es auch sehr viele Modelle gibt, die durch Universitäten, Forschungsinstitutionen und so weiter anders gefördert werden. So dass ich eher sagen würde, dass das letztere Modell mehr Chancen hat, nachhaltig zu sein, wenn sozusagen die Institutionen selbst in Infrastrukturen investieren, die das Publizieren ermöglichen und dann kein Geld mehr fließt für die Publizierenden oder für die Lesenden. Aber ich möchte mich nicht jetzt mit einer Wette festlegen. Also ich glaube, es gibt wenig Einschränkungen, aber viele Möglichkeiten. Es gibt eine klassische Frage im Open Access Umfeld, die heißt, how open is it? Also nur weil ich was kostenfrei ins Internet stelle, heißt es noch nicht, dass es wirklich erreichbar ist. Das heißt, Openness wird auch definiert durch Auffindbarkeit und Erreichbarkeit. Das heißt dann durch Indexierung in Katalogen und Datenbanken, dass das gewährleistet ist. Das hat dann auch sowas zu tun, mit so etwas zu tun wie Metadatenstrukturen, die maschinenlesbar für verschiedene Systeme sein müssen, die sozusagen die Offenheit erhöhen, das ist das eine. Und der andere Punkt ist natürlich die Frage nach den Rechten. Also wenn ich was offen im Internet publiziere, mit welchen Rechten versehe ich das? Und da gibt es im Moment einen sehr, sehr klaren Trend, dass viele Forschungsinstitutionen CC BY empfehlen, also Creative Commons mit Namensnennung. Das heißt, dass man gar nicht versucht, zusätzliche Beschränkungen wie Non-Commercial. Das denken Wissenschaftler ganz oft, das ist doch super, dann kann da keiner Geld mitmachen, aber das führt natürlich zu weiteren Nutzungseinschränkungen. Wenn dieser Weg konsequent beschritten wird, dass CC BY sich durchsetzt, dann denke ich, dass das wirklich offen ist und dass da natürlich auch Anschlussmöglichkeiten da sind und dass das sehr viel zu einer größeren Offenheit beitragen kann.